Bounds. Nein, Chaos ist auch in der weiteren Folge, die jetzt gerade ist. Chaos ist immer gut. Ich will gerade, welche Folge das wäre. Es wär, ist die 4. Folge von der USA. Damit wäre es die 17. Folge generell. So, ich bin da mal Kühe nicht begatten, sondern be. Besamen. Auch nicht besamen, nein. Es muss erstmal zu den Kühen fahren, ey. Oh Gott, ey. Also auf der Straße fährt der LKW aber deutlich besser, würde ich behaupten, ne? Ja, er hat da sofort Grip, das merkst du auch direkt. Naja, Grip, die Räder drehen ordentlich durch, würde ich sagen. Ey, einen Scanner so einzusauen, dass eigentlich müssten die Leute dafür bestraft werden, ey. Hau mich, aber nimm die Peitsche. Mit dem Schweinetreiber. What the? Ein Kumpel hat mir so eine geile Taschenlampe aus Österreich mitgebracht. Ja, das erzählt, ey. Die knistert auch so lustig. Und keiner will, sie anfassen. Keiner will sie anfassen. Bleib weg damit, hau ab! Oh Mann. So, der Hänger kippt sich aus. Oh Mann, ey. Mein Handy klingelt wieder. Mann, leck mich doch am Arsch, Handy, ehrlich. Jetzt gebe ich den zweiten Anhänger noch aus. Aber es ist ein bisschen umständlich damit auszukippen, wa? Da hängt die Anhänger so halb in der Luft, Alex, wa? Ja, das kann gut sein. Aber egal, das Silo ist zu wie viel Prozent gefüllt? Ich gehe mal schnell schauen. Hallo, Silo? Aber eigentlich sollte der Hänger nicht halb in der Luft hängen, der kippt sich halt nach hinten aus. Ja, wenn er vorne fest ist. Ja, da passiert nichts, der hat ja ein Gestell drunter. Nö, irgendwie hing er halb hinten in der Luft. Ja gut, dann komme ich mal wieder zum Hof, würde ich sagen. Ja, Carlo und Kercher haben wir leider noch nicht. Es tut mir sehr leid. Ja, und dann machst du den Leuten Vorwürfe, dass das Ganze so eingesaut ist. Naja. Ja, das regnet bald. Ich hab ja gesagt, das ist eine Frechheit, die Stringer dreckig zu machen. Also du dürftest eigentlich nur in der Garage stehen. Ja, so, ja, genau. Da bringt er uns unheimlich viel Geld. Klar, also Minus halt, ne? Los, Lümmel, du darfst jetzt fahren gleich, Achtung. Du Bauernlümmel. Dann drück mal drauf hier. Jo, 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 ab geht's, die Boss. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach, ja, ich war nur 2 wach. Alter Schwede, ey. Und ich muss morgen wieder knechten. Du musst morgen knechten? Ja. Darf ich einen Kommentar fahren lassen dafür? Oder willst du das Kommentar gar nicht hören? Lass mich raus. Haha! Musstest du heute nicht länger arbeiten eigentlich? Ja, klar. Haben wir eine halbe Stunde länger gemacht. Oh. Wegen, musst du die Presse aufmachen und da hier die Masse da rausstemmen. Weil wenn wir das über Nacht drin lassen, dann ist das morgen voll die Maloche. Dann wird es über Nacht hart und dann ist ganz vorbei. Es werden einige Dinge in der Nacht mal hart, aber. Ja, es ist ja nichts Neues. Meistens an manchen Tagen auch schon morgens. Oh Mann, ey. Dann wirst du so wach, weil die Decke so angehoben ist und kalt wird. Es zieht darunter, Alter! Tja, Alex? Jo? Wir müssen das große Feld einmal abernten, denke ich mal noch, ne? Wie weit Keine ist denn Ahnung. Das? Guck gleich, ich bin gerade am Wenden.
Da muss ich jetzt einfach selber mal gucken. Warte mal, lass mich mal schauen. Es ist noch nicht weit. Scheiße, Alter. Siehst du, die 15 ist doch ein bisschen zu langsam, oder? Nein. Das ist voll in Ordnung. Später haben wir ja noch mehr Felder. Sonst kommst du da nicht hinterher. Na, wir können zuerst mal schneller laufen lassen, oder? Weil ich meine, Nein. wir haben jetzt nichts zu tun wieder, ey. Spielen wir jetzt am Pillermann rum, oder wie? Ja, ich muss eh gleich reinhauen. Ja, deswegen könnten wir doch die eine Ernte nochmal machen. Ja, die Ernte dauert wieder eine Dreiviertelstunde, Junge. Die dauert auf jeden Fall lange, Karl, das kann ich jetzt schon sagen. Dann gehe ich jetzt mal 11% nochmal wegfahren. Ja, kann ich mir mal den Hof angucken, aber. Jo, mach das. Alter! Die Fahrzeuge in die Fahrzeughalle und den Grobber in die Halle, die offen ist, wo der Drescher auch drin steht. So, müssen wir lang. Der Kuhhof ist echt nicht weit, ne? Das ist eine richtig kurze Strecke. Und die Map läuft irgendwie besser, oder habt ihr irgendwelche Lag-Probleme oder Nee, also ich habe FPS-Probleme? ab und zu mal ein paar, aber momentan nicht so viel. Ich habe jetzt immer 33 FPS, also 33 Millisekunden. Bin jetzt auch wieder bei den Niederlanden drin, weil es mir zu oft abgeschmiert ist. Okay. Jetzt habe ich, ich meine, ich habe jetzt einen Ping von 36, aber scheiß drauf. Ich kann den gerade nicht erkennen, weil das ist genau das Haus dahinter. Wieso wird mir eigentlich kein Füllstand hier am Silo angezeigt, ey? Gibt's da einen Trick für? Nee, muss halt da nah ranfahren. Okay, Carlo, aber ein Problem haben wir, es gibt keinen Wald. Tja. Also müssen wir unseren Wald selbst machen. Carlo, Platz sparen, parken, da muss noch ein Gerät rein. Ja, park mal hier die Scheiße hier. Jetzt habe ich 24 Millisekunden habe ich. Ja, das ist doch richtig cool. Was machst du da? Du fährst vor und zurück. Ja, ich quetsche das Ding jetzt so da rein, ne? Stahl lässt sich ja biegen. Guck mal. Große Jetzt Nachfrage, lass mich. Raps. Wo bringt's am meisten? Wir haben noch Raps auf Lager. Ach ne, haben wir schon verkauft. An deiner. Scheiße. Aber auf Ja, dem großen Feld wächst doch gerade wieder Raps ran. es wird bis dahin nicht fertig werden, denke ich mal. Ich habe keine Zeit, ich muss zum Schießtraining. Jetzt, wo wir in Amerika sind, da nutze ich mein Recht auf Waffenbesitz. Geh mal lieber zum Einparktraining. Haben wir jetzt auch hier einen Benzintank? Keine Ahnung. Ja, tatsächlich. Alter, wie geil ist das denn? Alex, kannst du den anderen Anhänger mit dem Dolly mal hier hinten reinfahren? Also auch hier neben den anderen Hänger? Denk mal, hier passt ja ganz gut rein, oder? Also wollen wir die wieder woanders hinstellen? Hier kann Lass man die doch ruhig hier auf dem reinstellen. Hof stehen, ey. Hä? Wenn wieder eine große Nachfrage ist, dann bist du ja stundenlang zu Gange, die da rauszuholen. Bäm, Wieso? Heck weggezogen. Wieso einmal, wer ist Tieflader ran und gut ist? Ja, gut. Wofür ist denn die Halle hier? Auch hier Maschinen oder hier Ja, so? da stellen wir Maschinen rein, auf jeden Fall, ja. Wo ist denn mein Sauger schon wieder hin? Was für ein Ding? Dein Sauger? Ja, Der mein Roboter. Saugroboter. Ich hab's verkackt mit dem Einparken. Oh, er hat mir nichts mitgebracht, der Sauger, schade. Ich hab gehofft, vielleicht bringt er mir ein Stückchen Teppich mit oder so. Hol Ich Stöckchen. hab festgestellt, meinen Badteppich, den mag der, du, da nascht er gerne dran. Ja, da vorher Wie einfach ist mal denn mit das neue rausgebracht. Passwort? Was ist Standardpasswort? Da wird der Scanner gar nicht sauber, Alter. Doch, muss halt übel lange raufhalten. Hast du jetzt doch ein. Ja, ganz ehrlich, die fünfte. Ganz ehrlich, wir sind ein ernstzunehmender Hof, weißt du, da können wir nicht mit Dreckskarren ankommen. Nee, da ist voll die. Da haben wir ein Imageproblem. Genau.
wenn wir hier mit so verdreckten Karren hier rumfahren. Ja. Dann sagen die Leute, ey, guck mal, die Baselacken, ey, was sind das denn für Bauern? Na, ja, für die deutschen Bauern, weißt du. Die kamen aus den Niederlanden schon wie hierher, weißt du? Ja, die Crowds. Alter, muss man da. Hat der verschiedene Flächen, wo man drauf sprühen muss, oder so? Nein, einfach draufbleiben. Okay. Ja, auch noch putzen. Fickt euch doch. Ja, wer einmal anfängt, dann musst du hier durchziehen, ne? Der ist immer noch dreckig. Ja, ist richtig. Wir sind ja alle Geräte dreckig. Dann kauf noch einen Kerl. Kauf euch egal, ich hau rein, Jungs. Ich muss noch ein bisschen was machen. Okay. Ich hab da auch eine dreckige Stelle. Ich hab keinen Bock zu putzen, ne? Leck mich am Arsch, ey. Jetzt mach das hier vernünftig hier. Komm her, ich zeig dir, wie das geht. Lass das mal Papa machen, ne? Ja, okay. Ich werde jetzt noch ein bisschen Mucke, geh kacken, rasier mich und dann hau ich rein. Macht's gut, ne? Mach's gut. Alles klar, ciao. User disconnected from your channel. Tja, USA-Map und wir sind beide alleine wieder. Jo. Alter, für den Trecker, da kannst du bald eine Rolltreppe einbauen, um da hochzukommen. Bei welchem? Ja, bei dem Magnum und bei dem anderen, ne? Das, wir haben mit zwei Magnum. Und wo ist der Raupentrecker? Oh Mann, welcher Trecker meinst du? Ja, den, hier kannst du nochmal mit dem Raupentrecker rankommen. Jo. Mach ich genau sauber. Miep, miep. Ich sagte, hier zu ernten dauert echt. Das ist richtig hardcore. Ja. Ach guck mal, dafür, ich finde, dieser Fahrzeugschuppen reißt es schon wieder raus. Ja, das ist nice. Dann bring ich den Skala nochmal raus, dann kannst du den nochmal schrubben. Du Lümmel. So, kommt der auch nochmal weg. Piep, piep, piep. Und wir haben auch schon einen Radlader, ey. Ja. So. Nee, komm. Der muss doch ein bisschen weit nach vorne. So. Putzt jetzt echt die Fahrzeuge hier, ey? Klar. Er bewegt sich, ne? Ja. Fertig, wa? Ja, hier ist noch ein bisschen was los. Aber guck mal am Knickgelenk, da ist noch was. Muss mal gucken, guck mal genau dazwischen. Ah, ja. Da ist da genau was. So, jetzt ist alles sauber. Der ist geil, der zieht doch ordentlich weg, oder? Also, der ist ordentlich, wa? Das ist witzig. Sind in Amiland, aber haben deutsche Kennzeichen am LKW. Ernsthaft? Hä? Ja. Achso, ja, auf dem LKW. Ja, dann kannst du eigentlich mal die Geräte ranholen, die so dreckig sind. Willst du jetzt echt Geräte putzen? Ich würde jetzt die Zeit bis nur hoch drin und dann loslegen. Was willst du? Ich würde eher die Zeit hochdrehen und die Geräte mal. Also, ich würde eher ernten. Also, ja, dann. Ich suche mal die Zeit schnell hoch. Alex ist weg und bekommt sich mit. Achso, wie soll ich das Wachstuch auf schnell stellen? Was hältst du davon? No, ja, das wäre eine Maßnahme. Komm, ich bringe noch einen Hänger zum Putzen. Guck mal, Herr Lümmel. Oh. Ah ja, oh. Ja, ich komm. Ey, mach nicht mein Kircher kaputt. Also, ja. Ich brauch mal kurz mein Handy-Ladekabel, während du da putzt. Dann passt das auch schon wieder irgendwie. Oh Gott! Ja, ist ja ein cooles Bild an hier auf dem Anhänger drauf gemalt hier mit dem Nashorn. Ja, das ist ja auf dem alten aber auch schon. Ja, das hatte ich noch nicht gesehen, hatte ich noch nicht sauber gemacht. Bist du noch nicht drüber gerutscht, ja? Oder wie soll man das jetzt nennen? Ja, da bin ich noch nicht drüber gerutscht. So. Der so. Dolly ist auch total verdreckt. Na, ja, was denkst du denn? Ja, das ist so dreckig. Das muss alle Löcher müssen freigelassen werden. Mann. Oh Mann.
Also der Anhänger ist sauber, nur der Dolly, der Okay. sträubt sich. Okay. Ja. Der streitet, soll ich ihn mal abkuppeln? Jo. Oh. Na, wo haben wir denn den? Kann der Skane auch wieder rein? Der Dolly, der will nicht. Ja, hat er Pech, ja, würde ich sagen. So, eingeparkt. So, Kuppel an. Also ich finde den Case finde ich doch schon recht nice, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich diese Querlenker, die Lenker so doof finde. Ah, der geht gut klar. Ja, so, hier steht das Saatgut. Wo ist denn der Dünger hier auf dem Hof? Auf der anderen Seite gegenüber sozusagen eigentlich fast. Ah ja, ich sehe es ja alles gut. So, wie sehen unsere Felder aus, Carlo? Überprüf das mal. Wachstum. Ja gut, da wir jetzt momentan alles im Wachstum ist, haben wir eigentlich nichts weiter zu tun, also können wir die Folge erstmal beenden und melden uns dann, weiß nicht, bei der nächsten Ernte oder ja, wenn wir irgendwas Neues Spannendes machen, melden wir uns auf jeden Fall wieder, ne? Auf jeden Fall. Und da ist der Alfons wieder tot.